Ich bin überzeugt, dass mindestens die Hälfte dessen, was erfolgreiche Unternehmer von Erfolglosen unterscheidet, reine Ausdauer ist. Manchmal schlägt einen das Leben mit einem Ziegelstein über den Kopf. Verliere nicht den Glauben. Meine Lieblingsdinge im Leben kosten kein Geld. Mir ist klar, dass die wertvollste Ressource, die wir alle haben, Zeit ist. Ihre Zeit ist begrenzt, verschwenden Sie sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lassen Sie sich nicht in Dogmen verstricken, die mit den Ergebnissen des Denkens anderer Menschen leben. Lasse nicht zu, dass die Meinungen anderer Leute deine innere Stimme verstummen lassen. Innovation unterscheidet Führungskräfte von Anhängern. Um spannende Ideen und neue Technologien in ein Unternehmen zu verwandeln, das über Jahre hinweg innovativ sein kann, braucht es viel Disziplin. Ich hatte Glück. Ich wusste schon sehr früh im Leben, was ich machen möchte. Sich daran zu erinnern, dass sie sterben werden, ist der beste Weg, den ich kenne, um nicht zu denken, dass sie etwas zu verlieren haben. Du bist schon nackt. Es gibt keinen Grund, deinem Herzen nicht zu folgen. Manchmal macht man bei Innovationen Fehler. Es ist besser, es schnell zuzugeben und zu anderen Innovationen überzugehen. Das Einfache kann schwieriger sein als das Komplexe. Sie müssen hart arbeiten, um Ihr Denken einfach und geradlinig zu halten. Aber es lohnt sich am Ende, denn wenn man dort angekommen ist, kann man Berge versetzen. Ich denke, wenn Sie etwas tun und es sich als gut genug herausstellt, sollten Sie etwas Wunderbares tun. Meine Aufgabe ist es nicht, es den Leuten leicht zu machen. Meine Aufgabe ist es, sie besser zu machen. Der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein, macht mir nichts aus. Nachts ins Bett zu gehen und zu sagen, dass wir etwas Wunderbares getan haben, macht mir wirklich Sorgen. Ihre Arbeit wird einen großen Teil Ihres Lebens ausfüllen. Der einzige Weg, wirklich zufrieden zu sein, besteht darin, das zu tun, was Sie für großartige Arbeit halten, und der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, zu lieben, was Sie tun. Die Schwere des Erfolgs wurde durch die Leichtigkeit des Anfängerseins ersetzt. Talente arbeiten zusammen, polieren sich gegenseitig, polieren Ideen, und was dabei herauskommt, sind Edelsteine. Die Rekrutierung ist schwierig. Es ist die Suche nach Nadeln im Heuhaufen. Sie können in einem einstündigen Interview nicht genug von einer Person kennen. Letztendlich basiert es also auf Ihren Ahnungen. Ich bin genauso stolz auf die Dinge, die wir nicht getan haben, wie auf die Dinge, die wir getan haben. Innovation sagt zu Tausenden von Dingen Nein. Seien Sie ein Maßstab für Qualität. Manche Leute sind nicht an ein Umfeld gewöhnt, in dem Exzellenz akzeptiert wird. Hin und wieder erscheint ein revolutionäres Produkt, das alles verändert. Sie haben großes Glück, wenn Sie in Ihrer Karriere nur an einem davon arbeiten können.
Apple hatte das große Glück, einige davon der Welt bei mehreren Gelegenheiten vorstellen zu können. Die meisten Leute denken, dass das Design eine Schicht ist, eine einfache Dekoration. Für mich ist in Zukunft nichts wichtiger als Design. Design ist die Seele von allem, was von Menschenhand geschaffen wurde. Design ist nicht nur das, wie es aussieht oder sich anfühlt. Design ist, wie es funktioniert. Ich hatte viele Freundinnen, aber meine eigenen Frauen waren immer die besten. Oft wissen die Leute nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt. Ich bin optimistisch in dem Sinne, dass ich glaube, dass die Menschen edel und ehrlich sind und dass einige wirklich intelligent sind. Ich habe einen sehr optimistischen Blick auf den Einzelnen. Lasst uns morgen erfinden, anstatt uns darüber Gedanken zu machen, was gestern passiert ist. Kreativität bedeutet, Dinge zu verbinden. Wenn man kreative Leute fragt, wie sie etwas gemacht haben, fühlen sie sich ein bisschen schuldig, weil sie es nicht wirklich gemacht haben, sondern nur gesehen haben. Wer den Gewinn im Auge behält, spart am Produkt. Aber wenn Sie sich darauf konzentrieren, großartige Produkte herzustellen, werden die Vorteile kommen. Man kann Kunden nicht fragen, was sie wollen und dann versuchen, es ihnen zu geben. In dem Moment, in dem sie es schaffen, werden sie etwas Neues wollen.